Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Format oder beziehungsweise zu einer neuen Let's Play Serie hier auf meinem Kanal. Und ja, Leute, damit herzlich willkommen zu Far Cry 2. Ja, wir zocken heute Far Cry 2. Ich habe hier schon alles eingestellt. Also es ist alles schon so weit eingestellt, dass es passen sollte. Achso, warte mal, ich kann eigentlich mal kurz ein bisschen die Soundeinstellung machen, weil es ist echt laut für mich gerade. So, so passt das. So. Ich würde sagen, seid ihr bereit? Wir starten rein. Let's go. Wir spielen natürlich erstmal auf einfach, logisch. Und jetzt können wir hier unseren Charakter aussehen. Marty Elenka. 28 US-amerikanisch, Sao Paulo, Brasilien. Ich glaube, ich würde sogar einfach Marty Elenka nehmen. Oder wen haben wir noch? Oren Clyde? Aus Oklahoma. Ehemaliges Jugoslawien. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich gehe mit dem am Anfang. Hier, Marty Elenka. Elenka. Starten wir durch. Far Cry 2. Übrigens, ich habe mich nicht zu dem Game spoilern lassen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mir nichts im Gameplay angeguckt. Also ich gehe da wirklich ohne Vorahnung und allem rein. Deswegen. Schauen wir mal. So, kann losgehen. Erzählen Sie die Verspätung. Ja, Yellow, ja. Sie wollen in ein Hotel in Pala? Was soll Nein. Bescheid. Glück für Sie, dass Pala noch ein Hotel hat. Ich wollte eigentlich nach Oklahoma, Bruder. Ich wollte eigentlich nach Ohio fahren, aber hat nicht so ganz funktioniert. Flugzeug ist hier gelandet. Sehen Sie das Flugzeug? Nein, das weißt du? Das ist wahrscheinlich das Letzte, das Sie verlassen müssen. Das ist voller reicher Leute. Nur Geld und Verbindung bringen einen heraus. Ich habe übrigens schon getestet, diese Cutscene habe ich genommen, um zu testen, ob das mit dem Aufnehmen passt. Und es tut mir echt leid, aber ich kann die nicht skippen. Ich kann die nicht skippen, es tut mir leid. Erklärt, Banya, Manja. Blöder Idiot, niemand befreit. Ja, aber geiles Auto. AG ist 50. Was, Bruder? Ich habe ihm gesagt, dass das Flugzeug weg ist. Aber sie glauben ihn. Alle glauben, die großen Maschinen kämen zurück. Hey, hier steht Porsche Panamera GT3 RS, Digga. Ja, was soll das? Soll das für einer sein? Ja. Hier ist eine Map. Warte mal. Kann ich die aufnehmen? Ich schätze mal, die kann ich gleich nehmen, ne? Wenn wir angekommen sind, wo auch immer ich hin muss. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich. Aber Aziz, mach mal weg diese Dinger. Mach mal weg diese Tiere, Achi. Okay, er denkt auch U-Boot. Er denkt auch U-Boot, ne? Er denkt, er fährt U-Boot. Sehen Sie sich das an? Dürreperiode. Das Feuer nimmt uns so viel. Es breitet sich aus wie ein Virus. Mein Bruder hatte einen schönen Bungalow mit Scheune, drei Rinder, ein reicher Mann. Na guck doch nach vorne, Morro. Jetzt hat er das Land verlassen. Der kommt zurück. Der guckt einfach nicht nach vorne. Hier ist Liberation Radio. Mit ja, Wahrheit. Nein. Für alle Wahrheitsliebenden. Die Wahrheit ist, dass euer Land euch braucht. Vorsicht vor der APR. Eine solche hat euer wundervolles Land im Griff. Mach mal aus, die Radio, den DJ ja. Nicht. Vielleicht liegt's an seiner Musik. Oh, wow. Wurde Boss am Musik mit dem Checkpoint ist, oder ne? Hi, ich bin der Hunsan. Oh, ich hab das Gefühl, dass ich gleich mies auf die Fresse krieg. Mein Fahrgast, ich bringe ihn in die Stadt ins Hotel. Woher? Am Flughafen?
Ja, Sir, vom Flughafen. Meine Herren, sind Sie den ganzen Tag hier? Ich könnte Ihnen später kaltes Bier mitbringen. Wie wär's? Sie trinken doch Bier. Ja, Bier? Na, trinken wir Bier. Na dann los. Ja, Sir, danke, Sir. Okay. Bis dann, Sir. Aber es ist... Was wir fahren, ja, Mann, ja. Wobei, ich fahre nicht, aber... Für ungut, Sir. Diese Miliz, die kommen in unser Land und nehmen uns wirklich alles. Ich halte mich bedeckt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gleich entweder mies auf die Fresse kriegen oder dass, wenn wir aussteigen, unsere Karre in die Luft fliegt. Ich habe dezent nur eine Vorahnung. Ach, hier ist 50, du fährst 70, ja, Maniak. Okay, die haben MG auf dem Dach, Morok. Ah, so eine Absperrung, dass die fahren können. Ah, clever. Ziemlich viele Soldaten. Aber die bleiben meistens unter sich. Heidi, ich frag mal. Über Safe House, Airfield und irgendwas anderes. Wir müssen jetzt hier nach Pala. Irgendwie das Gefühl, dass das Hotel nicht mehr steht. Einfach nicht beachten. Nur Jungs, die ein bisschen Dampf ablassen. Sie okay, wissen ja, wie das ist. Ich beachte das nicht. Soll ich irgendwas beachten? Ah, das war mein Kiefer. Alter, das hat man aber nicht gehört. Hoffe ich. Alle versuchen irgendwie aus dem Land zu kommen. Nur die Dummen bleiben. Die Dummen und Taxifahrer. Ach hey. Ich hab das Gefühl, es geht los. Ich hab irgendwie das Gefühl, es geht los bei mir. Es ist, glaube ich, nicht gut, dass ich so am... Okay, Sir, wir sind da. Und wir leben. Hey, geht's Ihnen gut? Sie sehen müde aus. Okay. Ey, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, worum es da geht in dem Game. Wer ist Erlan? Wie lieg ich hier überhaupt? Ey, kriegt mein Charakter gerade ein Kind, Digga? Was geht denn ab, Bro? Klassenbucheintrag. Die Präsenz der Zielperson im Staat wird weiterhin destabilisierend. Er ist hauptverantwortlich für die derzeit steigende Waffeneinfuhr. Eine klare Verletzung des gemeinsamen Rahmenvertrags. Sein Ruf als gefährlicher Waffenhändler besteht zu Recht. Befehl, terminieren. Anders gelaufen als geplant. Ich atme noch und Sie haben Malaria. Stark, Digga. Ein Versuch war's schon wert. Scheiße, oder? Stark, Digga. Sie sind gefeuert. Sie hatten ihre Chance, aber es ist vorbei. Und weil Männer wie Sie nur für Geld arbeiten, sind Sie nicht mehr mein Problem. Sie müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Ihre alten Kunden verstehen nicht, dass die mich nicht töten können. Verstehen Sie, was ich sagen will? Niemand tötet mich. Warte ab. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Ich. Ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen. Ich denke immer noch jeden Tag daran. Es beschreibt, was die Menschen antreibt. Es hilft mir, das Leben da draußen zu verstehen. Ganz einfach. Jedes Wesen strebt danach, seine Kraft freizusetzen. Leben ist Streben nach Macht, sonst nichts. Bis dann. Ich dachte, er will mich jetzt umbringen. Aber na gut. Boah, Alter, leck mich, ist das hell. Ja, ich find's auch lustig, dass ich mit Far Cry 2 anfange, anstatt mit 1. Ich habe mir einfach Far Cry 2 auf Steam gezogen. Für 99 Cent. Oh, wow. Ja, dann nimm diese Waffe. Nimm diese Machete. Kann ich crouchen mit C? Ja, mit C kann ich crouchen, okay.
Wow, Jungs. Wo geht's hier raus? Hier. Drücken Sie rechte Maustaste und den. Ja, ach nee. Okay, mit Shift kann ich rennen. Ja, Jungs. Warte mal, hab ich noch eine. Okay. Gun ist auf 2. Brauchst du einig, ja, Maniac. Jungs, entspannt euch, Jungs. Achis. Adi, ich renn einfach, ne? Ich renn so gottlos. Abo. Abo, renn. Achi, renn. Abo. Ja, woher wisst ihr, dass ich hier bin? Nein, scheiße. Ey, Digga. Da hab ich's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Okay. Ey, das ist so verwirrend, ne? Ach, bin ich jetzt schon wieder hier? Das behandeln. Ja, ach ja. Abo, du Ekelhafter. Ich bin Kipo und Sie sind ein Problem. Für wen arbeiten Sie? Sie haben beim Hotel einige meiner Jungs getötet, wussten Sie das? Das tut mich doch nicht. Ich denke, Sie arbeiten jetzt für mich. Also raus hier, besorgen Sie sich Ausrüstung. Wir haben Waffen und Medikamente, alles was Sie brauchen. Na, Mann. Okay. Kann ich nichts machen? Hier was machen? Ja, hier. Speichern. Ah, okay, das sind dann so gesehen Speicherpunkte. Also ich speichere das nochmal ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da rauskomme. Ja, natürlich ist das einfach gut so auf schnelle Welle verheilt, ne? Ui, Memo, guck mal. Also, die Stadt sieht übel aus. Es sollte eine Waffenruhe geben, aber der Plan ist nicht aufgegangen. Merke ich. Ich habe für einen Mann namens Kouassi eine große Nummer der APA hier. Meine besten Männer sind im Kampf, um zu verhindern, dass die UFLL in mein Gebiet eindringt. Tut mir leid, aber dadurch fällt meine Wahl auf Sie. Ihre erste Aufgabe heute ist es, sich diese zweitürige Rostlaube unten an der Straße zu besorgen. Schon mal Autos repariert? Ja. Und versuchen Sie, nein, die Mutter zum Laufen zu bringen. Bleiben Sie dran, Mann, sind Sie krank. Keine Zeit, Blödsinn zu machen. Wache! Hammer, Ache. Dann hol ich halt so eine scheiß Schrottlaube. Mal raus, ja, Mann. Komm ich raus, Mann. Ey, Motorhaube öffnen und das Auto reparieren. Okay. Drücken Sie 5? Okay. Ah, okay. Drücken Sie R. Okay, wo ist jetzt das Auto, ist die Frage. Die Karre hier, oder was? Ernsthaft jetzt? Das nächste Ding. Ja, machen wir. Lieber durch. Jetzt, wo
sie einen fahrbaren Untersatz haben, kommen sie vielleicht sogar mit Zielen klar, die zurückschießen. Die USLL hat einen Vorposten etwa einen halben Kilometer nördlich von hier. Seit wieder gekämpft wird, will ich sie da nicht mehr haben. Kümmern Sie sich drum. Ach, lass mich raten. Ich darf jetzt mit dem Drecksauto hier fahren, ne? Ja, klar. Ja, alles logisch. Zwischenfahrer und Schützenwechsel und kriegen sie 500 Grad raus. Ja. Gut, wo müssen wir hin? Ah, da, wir kriegen so einen Pfeil. Wir haben so einen Pfeil auf der Map. Wir halten uns natürlich nicht an die Regeln. Good friends. Schauen wir mal, ne? Ey Leute, ich möchte ganz kurz anmerken, nicht wundern, wenn ich ein bisschen verpeilt wirke, ja, ich möchte das ganz kurz anmerken. Für mich ist es gerade 5.38 Uhr. Ja, für mich ist es gerade 5.38 Uhr, weil ich jetzt aufnehme, bevor ich mit Karim rausgehe. Ja, für mich ist es nämlich gerade auch Mittwoch. Für euch, wenn ihr es seht, ist der 15. Für mich ist gerade der 10. Deswegen nicht wundern. So, warte mal, wir müssen hier rum. Weiß ich, soll ich das Auto lieber hier stehen lassen? Ich stell das mal hier hin. Ich stell das mal lieber hier hin. Wechsel auf die 3. Wo, er hat eine Pump, Digga. Los, Ache. Sie haben den Posten gesäubert. Prima. Ich habe was Neues für Sie, aber ruhen Sie sich vorher aus. Stocken Sie Ihre Ausrüstung auf und sehen Sie zu, dass Sie in ein paar Stunden abmarschbereit sind. Der? Ja, der hat diese. Ey, ich bleib so fett bei der Pump, ne? Oder bleib ich bei der Pump? Ja, wobei ich glaube, ich bleib lieber bei der SMG, Digga. Bin ich ehrlich. Ah, die Granaten habe ich auch. Okay, gut. Soll ich jetzt da rein? Ah ja, jetzt kann ich da rein. Ah, okay. Gut, also das ist jetzt unser Zuhause hier. Hier können wir jetzt so gesehen leben. Muss bemerken, ja, stark. Wir müssen Spezialkisten kaufen. Stark. Was ist das hier? Ach so, okay. Ah, okay, da konnte ich gerade Granaten rausholen. Gut, ich würde sagen, gehen uns erstmal hin. Bei der Integration mit einem Bett können Sie auf Ihre Uhr die Wegzeit einstellen mit D oder A. Stellen Sie die Zeit ein mit E oder linker Maustaste, bestätigen Sie. Okay. Ah, Mama. Ah, 5 Uhr, ne? Ah, Mama, 5 Uhr. Ja. Ah. Machen wir mal 5 Uhr. Sollte eigentlich ganz gut sein. So, wir speichern hier natürlich nochmal. Ja, damit wir das hier auch gar nicht verlieren erst. Warte mal, hier haben wir irgendwie so ein Board, oder nicht? Okay. Mannschaften Sie jetzt ein USLL-Lager weiter nördlich aus. Ein alter Schlachthof. Ich brauche eine vollständige Liste der Männer und Vorräte. Ist alles auf Ihrer Karte markiert. Viel Glück. Da gibt es immer noch. Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Pump mitnehmen soll. Ich bleib aber eher bei der. Weil mit der kann ich ein bisschen besser umgehen. Weil mit der Pump ist halt Nahkampf. Warte mal, hier könnten. Ah, wobei hier schauen wir mal nachher rein. Aber das können wir jetzt eigentlich mal eben machen. Warte mal, komm, wir gehen das jetzt so eben hier durch.
mal die Dinge mit. Hier haben wir nochmal so Ammo-Boxen. Ah, hier können wir uns dann so gesehen noch Munition holen. Okay. Kann ich die für jede Waffe einmal mitnehmen? Nee, okay. Ich glaube, wir haben ja auch noch den kleinen Flammenwerfer haben wir auch noch dabei. So, gut, dann fahren wir darüber nach Slaughterhouse. Oh, Schlachthaus. Oh, das klingt schon. Das klingt schon nicht gut, bin ich ehrlich. Egal. Fahren wir rüber. Warte mal, das Medkit, dann nehme ich lieber mit. Kann ich das mitnehmen? Ja, das kann ich mitnehmen, gut. Gut. Ich guck nochmal, ob ich hier irgendwas mitnehmen kann, was wichtig sein könnte. Vielleicht nochmal Munition oder irgendeine andere Waffe vielleicht. Boah, geil, ich kann das MG benutzen. Es gibt doch einen Mehrspieler-Modus. Auch gesehen. Ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich Karin dazu, sich das auch zu holen. Vielleicht sollten sie den kleinen versteckten Weg anstatt direkt ins Lager zu marschieren. Wenn sie ein Lager vor ihrem Angriff ausstehen, haben sie gegenüber ihren Freunden einen enormen Vorteil vor dem Unterschied zwischen Sieg und Tod ausmachen können. Hey, warte, also von wo soll ich rein? Mal, wo soll ich lang fahren? Weil hier ist kein Weg. Also ich sehe hier keinen Weg. Warte mal, sonst machen wir das einfach anders. Wir fahren hier lang. Fahr hier hoch. Das hat mir gar nichts gebracht. Das ist ein kleiner Weg. Ah, hier. Aber wir fahren nicht. Lauf. Wenn Sie Ihre Karte ausgerüstet haben, können Sie Ihr Fernrohr benutzen, indem Sie rechte Maustaste gedrückt halten. Sie können damit Lager auskundschaften und nach Munitionslagern, Scharfschützenpositionen, Geschützen, Verbandskästen und Fahrzeugen Ausschau halten. Sobald Sie ein Ziel durchdrücken und von linke Maustaste anvisieren haben, entscheidet es auf ihrer Karte. Okay, verstehe. So, wir sind jetzt. Ah, hier. Gut, ich glaube aber hier ist keiner mehr. Also nichts mehr, was ich irgendwie jetzt hier so markieren kann. Gut, wir sollen jetzt in das Gebäude rein. Ich werde so fett drauf gehen. Ich lasse das Auto hier stehen. Scheiße jetzt drauf. Ich dachte mir schon irgendwie Schlachthaus, das kann nur irgendwie komisch klingen. Das klingt schon irgendwie komisch. Also. Wir gehen ins Schlachthaus rein, dann gleich. Und aus Pala kommen wir, also. Wir sind schon ein gutes Stück, glaube ich, gefahren. Ich schleiche mich jetzt mal hier so ein bisschen im Dingens vor, im Gebüsch. Um jetzt nicht direkt irgendwie gesehen zu werden. Gewöhn dich dann, dass du in dem Dali-Gemälde lebst.
all Diamanten und Schürfwerke gehören korrupten Bürokraten. Sie kriegen nichts davon. Und die Einheimischen sind noch ärmer dran. Ach, und du gibst den Hunger, denn zu essen? Was willst du damit sagen? Dass du den Job genauso willst wie ich. Erzähl eine Story jemandem, der sie hören will. Was? Alter, leck mich fett. Alter. Junge. Stürmt man nicht so raus wie die fucking... Weiß ich nicht was, Digga. Geh mal her hier. Das hat mir so fett nichts gebracht, weil das dieselbe Waffe ist. Aber egal. Oh, komm, wir gehen rein. Abo, Abo, Abo. Was ist das hier? Der Schaufel. Hier was? Ja. Was? Lehe? Was? Wo? Borg? Wäre vielleicht clever, wenn ich gezogener, also bezielt ausgehe. Aber nicht, dass hier noch irgendwo was ist. So, das Pump, ja gut, mit der Pump, die nehme ich aber nicht mit. Gut. Sind wir hier clear? Haben wir hier alles geklärt? Warte mal, wir hatten doch irgendwo. Hatten wir nicht vorhin, wo ich hier diesen. Wo ich hier alles gescannt habe. Hatte ich nicht hier irgendwo das Auto? Oder sind hier noch mehr? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob hier noch mehr Leute. Hier ist Pläne. Oder geht das hier noch weiter? Ah, das geht hier noch weiter. Oh, Alter, okay, 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 okay. Okay, wir können da nicht zu lange drin bleiben, glaube ich. Wir können da, glaube ich, nicht zu lange drin bleiben. Irgendwas schlägt dann bei uns aus. Wir können da nicht zu lange drin bleiben. Bitte, lassen Sie mich raus. Wer sind Sie? Warum sind Sie hier? Sie Weil ich deinen Arsch rette, ja Mann. Sie haben jetzt einen Kameraden, während Sie Aufträge erfüllen, wird die Ihr bester Kamerad kontaktieren, um Ihnen Alternativvorschläge zum Abschluss einer Mission zu machen, wodurch Sie zusätzliche Belohnung erhalten können. Oh, okay. Kommen Sie ins Mike's, eine Bar. Da helfe ich Ihnen, an Medikamente zu kommen, okay? Hammer. Wir müssen getrennt gehen, so sind wir schneller. Die Dinger kann ich nicht mitnehmen. Ah, hier. Gute Arbeit. Hat sie vielleicht vorschnell beurteilt. Wer gut für mich arbeitet, wird auch entsprechend bezahlt. Kommen Sie zurück in die Arena in der Stadt, dann einigen wir uns. Ach, ich geh jetzt zu meiner Karre. Ah, hier. So. Gut, gut, wir fahren jetzt anscheinend wirklich zu der Bar.
Warte mal, würde mich ja eigentlich meinen. Ah, okay, es wird damit nicht markiert, aber es ist hier so gesehen safe aus. Eigentlich schon die Erklärung. Wo muss ich jetzt hin? Warte mal, steht das hier irgendwo? Ah, wir müssen nach hinten durch. Okay. Ist hier nach hinten irgendwo? Ah, da kommen wir über das Hauptgebäude hier rein, okay. Kommen wir nur hier drüber rein. Kommen wir nur über das Gebäude hier rein. Ah, hier! Sie wissen, es gibt nur eine Währung, die was wert ist. Diamanten. Vergessen Sie Geld, es ist wertlos. Wenn Sie für die APR arbeiten, werden Sie mit Steinen bezahlt. Also, einer meiner Männer, leider ein ziemlicher Idiot, hat gestern einen Koffer voller Diamanten hergebracht. Hat ihn irgendwo im Lager gelassen, bevor er sich in der Stadt eine Kugel eingefangen hat. Könnte eine Ihrer Kugeln gewesen sein. Maybe. Wenn Sie die Steine wollen, gehen Sie raus und suchen Sie sie. Der Koffer hat einen Peilsender, Sie können Ihren Kompass drauf ausrichten. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir Medikamente besorgen. Malaria ist eine schlimme Sache, Mann. Sie sollten mal im Mike's vorbeischauen, eine Bar für Ausländer. Da gibt's alles. Werden Sie gesund und kommen Sie dann ins APR-Büro in die Stadt. Ich stelle Ihnen Kouassi vor. Und dann unterhalten wir uns weiter. Ist okay, er kann jetzt gehen. Bis bald. Bis bald, Habibi. Ich finde den Typen sehr korrekt auf jeden Fall. Lass mal raus, Bro. Bei geöffneten... auf ihrem... Es ein blinkendes grünes Licht. Es zeigt an, dass sich in der Nähe ein Diamantkoffer befindet. Je näher Sie den Koffer kommen, desto schneller blinkt das Licht. Wenn Sie in Richtung des Koffers schauen, hört das Licht auf zu blinken und bleibt an. Ah, okay, verstehe. Schauen wir mal. Ach, das Licht. Aber oh, schnell. Wo ist mein Auto? Da. Okay, es ist wieder aus, okay. Das muss ja ein Koffer sein. Ja, ich bin noch offen. Ich bin die Karte auf. Ja, hier wird es wieder langsamer. Hier wird schon wieder schneller. In dem Gebäude? Das würde, glaube ich, gar keinen Sinn machen. Wir können nachgucken. Einen von 221? Ah, wow, Bro. Egal. Wir können aber zum nächsten Zielort, und zwar Mike's. Jetzt geht's zu Mike's. Also wir fahren rüber. Oder fahren wir zu Mike's? Ja,
fahren jetzt zu Mike's. Okay, die rot markierten, also die roten Schilder, sind die, wo ich hinfahren muss. Warte mal, bin ich falsch gefahren? Schau lieber kurz nach, nicht, dass ich jetzt falsch gefahren bin. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Map gucken. Okay, ne, hier lang, okay. Lass mir mal die Map auf, damit ich weiß, wo ich fahre. Fahren mitten durch die Stadt. Ist kein anderen Weg dahin? Nee, scheiße. Ich möchte halt nicht ungern durch die Stadt, ne? Bin ich ehrlich. Ich glaube, außenrum komme ich nicht, ne? Ich weiß nicht, kommen wir außenrum? Nee. Egal, komm, wir fahren hier durch. Ja, ich hatte dich, ich hab dich vor, jemanden zu erschießen. Ah, okay. Können wir das jetzt wegmachen? Karte wegmachen. Gut. Ja, okay, Ramp buggy. Jetzt einfach mal da hinstellen. So. Dann zu Mike's, ne? Okay, das ist das Gebäude hier. Ja, das ist die, hä? Ach doch. Genau, der hier. Ja, hier können wir speichern. Ich weiß nicht. Ja, wobei doch, komm, wir speichern. Wir speichern hier. Speichern das jetzt hier. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn euch diese erste Folge hier gefallen hat, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung. Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder Links reinpacken kann. Ich hoffe es. Wenn ja, packe ich euch dann einen Link rein, wo ihr zu allen meinen Socials kommt, Instagram, TikTok, Twitch, auch zum YouTube-Kanal natürlich, ist ja mit drin verlinkt, sowie Soundcloud und Discord und alles mögliche, was ich habe. Ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis denn, tschüssi. It's sad.